Schönen guten Tag, Claudia Stehr von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. Guten Tag. Relativ sperriger Begriff dieser Hochschule. Was genau verbirgt sich dahinter? Hinter dem Begriff Hochschule für Wirtschaft und Umwelt verbirgt sich unsere frühere Fachhochschule Nürtingen, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt. Andere Fachhochschulen nennen sich zum Beispiel Thema Internationalität, University of Applied Sciences. Wäre das nicht ein noch progressiver klingender Begriff für Sie gewesen? Ja, natürlich genau so heißen wir, wenn wir uns im Ausland vorstellen, wie Sie sagen. Aber in Deutschland möchte ich doch gerne auch Deutsch mit deutschen Namen mich vorstellen können. Und dieses berufsbegleitende MBA-Studium feiert ja, wir können das hinter Ihnen und neben Ihnen lesen, gerade 10-jähriges Bestehen. Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff MBA? In dem Fall ist es tatsächlich ein englischer Begriff und den müssen wir auch so verwenden, weil der inzwischen als gerade so in dieser Abkürzung eine Marke geworden ist, genauso wie BMW. Aber der Ursprung ist englisch, amerikanisch genauer gesagt, Master of Business Administration, also betriebswirtschaftlicher Master. Erstens, die Ursprünge waren in Amerika und gerade um das von den Masterabschlüssen Programmen zu unterscheiden, die weiterführend sind, also die im gleichen Fach vertiefen, hat man wohl beschlossen, genau diesen Markennamen beizubehalten. Es gibt es ja auch an anderen Universitäten jetzt normale betriebswirtschaftliche Studiengänge, die auch mit dem Titel Master wohl dann enden. Was unterscheidet jetzt dieses MBA von einem normalen betriebswirtschaftlichen Masterstudium? Die wichtigste Unterscheidung, wir haben Studenten, die Berufserfahrung mitbringen müssen und wir haben Studenten, die eben nicht unbedingt ein betriebswirtschaftliches Erststudium gemacht haben. Wir freuen uns sogar, wenn wir Studenten dabei haben, die was ganz anderes vorher gemacht haben, Jura studiert oder Theologie. Das bereichert unsere Gruppen, das lässt den Austausch entstehen und wir freuen uns über jeden Ingenieur, der zu uns kommt. Muss ich überhaupt studiert haben, um zu Ihnen zu kommen oder kann ich auch als Handwerker zum Beispiel bei Ihnen studieren? Das ist eine gute Frage. Im Moment sind wir nämlich gerade mit diesem Thema befasst. Bisher war ganz klar, die Antwort hätte ich jetzt sagen müssen, ja, Sie müssen studiert haben. Aber gerade jetzt beschäftigen wir uns damit, wie können wir denn Personen ohne Erststudium den Zugang zu unserem Programm gewähren. Bedingt dadurch erstens, klar, wir wollen das gerne öffnen und wir sind jetzt gerade dabei zu überlegen, in welcher Form, welche Leute wollen wir überhaupt? Also das heißt, wir müssen die durchaus auch einer Prüfung unterziehen. Gibt es denn jetzt schon Eingangsvoraussetzungen, also eine Eingangsprüfung, eine Aufnahmeprüfung? Bei uns ist die Aufnahmeprüfung eine Art Interview mit dem Studiengangleiter und Programmmitarbeitern, also auch mit mir. Und wir befragen natürlich auch in unserem Interesse, wie man auf das Programm aufmerksam wurde und wie natürlich ganz klar, wo kommen die Leute her, was erwarten sie sich, was können sie, was bringen sie mit, im Idealfall eben also mindestens 2 Jahre Berufserfahrung setzen wir voraus, nach dem Erststudium auf jeden Fall. Und was braucht man für das Programm? Englischkenntnisse. Gerade für unser Programm Management and Finance sind solide Mathematikkenntnisse auch unabdingbar. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist ja auch das Geld. Denn wenn man nicht zahlt, kann man nicht studieren bei Ihnen, offenbar. Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Das normale Masterstudium kostet nichts, aber das MBA-Studium, glaube ich, 20.000 Euro pro Studiengang? Ja, das ist richtig. In dem Bereich bewegt sich das. Gut, zum einen, um das mal vorwegzunehmen, ein normales Masterstudium kostet durchaus auch etwas. Also nicht alle sind da staatlich und kostenlos. Und zum anderen, kann man sich mal angucken, was sich bei uns in dem Studiengang alles dahinter verbirgt. Da kann ich gleich direkt verweisen, wir gehen mit unseren Studenten ins Ausland, hier ganz konkret sogar letztes Jahr wieder nach Shanghai.
Da sind die Reisekosten in den Studiengebühren enthalten. Wir fahren nach Köln, machen Medientraining. Es sind ganz viele Dinge, die man in diesem Paket für 20.000 Euro mitbekommt. Was planen Sie denn jetzt, um, sagen wir, das Studium noch attraktiver zu machen für externe Studenten? Also ein ganz großes Thema, einfach weil wir berufsbegleitend sind, ist für jeden Studenten zeitliche Flexibilität. Ja, es ist einfach für jeden schwierig, jeder ist im Beruf, wir versuchen die Vorlesungen so zu legen, dass sich das vereinbaren lässt. Aber um dem noch ein bisschen mehr Rechnung zu tragen, haben wir ein neues Programm entwickelt. Dem haben wir den Namen gegeben Step by Step, auf den Punkt gebracht, Schritt für Schritt zum MBA. Gut, und was habe ich am Ende davon? Was ist dann der Output sozusagen? Ja, also der Begriff MBA ist in der Tat eine Marke, insbesondere bei uns in der Region Baden-Württemberg, sehr viel Mittelstand. Und dort schätzt man unsere Absolventen sehr. Gerade der Mittelstand, die wissen auch inzwischen, gerade weil es uns 10 Jahre gibt, was damit anzufangen, wer kommt da. Und also auf jeden Fall, der Weg in die Industrie ist offen. Ganz interessant ist aber auch die andere Richtung. Man kann sich eine wissenschaftliche Karriere eröffnen. Damit, mit dem Titel, kann ich auch als FH, also früherer Fachhochschulabsolvent, mir den Weg zur Promotion öffnen. Oder ganz anders natürlich, und das machen auch durchaus einige Absolventen, sie machen sich selbstständig und haben dazu das nötige Rüstzeug von uns mitbekommen. Schönen Dank an Claudia Stehr von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. Vielen Dank auch.